So, meine Freunde, BeamonStar am Start für euch. Begrüße euch wieder zu einem neuen DPL Buy-In Video. Wir stehen jetzt kurz vor Spieltag 10, das heißt, es sind noch zwei Kämpfe insgesamt zu machen. Und wir fangen an mit den Zoxen Swimming Swampots. Und er hat sich diese Woche nichts gekauft. Letzte Woche habe ich ja sehr, sehr hoch gegen ihn verloren. Wir sind gespannt, wie es diese Woche läuft. Und machen weiter mit der pinken Front. Und der liebe Benny kauft sich diese Woche ein 4er für seine Meganie. Seht ihr, also, es tut sich jetzt langsam auch was. In Sachen Austausch bei den Teams, die ganzen Niedrigtier-Pokémon werden langsam gegen Oyu und Yuyu-Pokémon ausgetauscht. Auf alle Fälle ein sehr, sehr gutes Pokémon hat er sich gegönnt und er ist diese Woche mein Gegner und ich bin gespannt, wie er es gegen mich einsetzen wird. Ja, wir haben die Digospy Army mit Silver und er hat sich diese Woche immer noch keinen neuen Spinner gekauft, denn er kam leider zu spät zur Abgabe von den Pokémon und ich bin gespannt, was sein letztes Team-Pokémon wird, denn ja, es sind nicht mal viele Spieltage und das Team sollte sich auch langsam mal füllen. Das letzte Team-Member sollte auch langsam mal dazu stoßen. Dann haben wir hier den Yannick mit Forest Grunt und er holt sich diese Woche kein neues Pokémon. Troix mit der Flying Destruction kauft diese Woche auch leider kein neues Pokémon. Aber der liebe Bene kauft sich ein Scaraborn und schmeißt dafür sein kleines Digitariama raus. Sehr, sehr gute Wahl, wie ich finde. Scaraborn ist auch eines von meinen Lieblings-Pokémon und zwar auch als Nicht-Mega. Kann das Pokémon sehr, sehr gut aufräumen. Ja, dann muss ich mal kurz gucken. Nein, die lieben Shiny Penguins kaufen sich diese Woche nichts. Doch, sie kaufen sich ein Turboot statt einem Turnupto. Er hat also Turnupto rausgeworfen, aus seinem Team hat kein Feuer-Pokémon mehr. Darf jetzt zwei Psycho-Pokémon, wenn ich das jetzt richtig sehe, ja. Und drei Psycho-Pokémon insgesamt sogar. Und ich bin gespannt, wie er gegen Dubsilver also diese Woche gespielt hat. Denn die beiden müssten diese Woche drankommen. Kommt alles noch nach den Buy-Ins. Gehe ich wie gesagt wieder auf die Tabelle ein und auf die ganzen Kampftermine diese Woche. Ja, die machen mal Retro-Soldaten, kaufen sich diese Woche kein neues Pokémon. Ähnlich wie die Indigo Illusions von Laura, sie kaufen sich auch kein neues Pokémon. Der Kero kauft sich wiederum für sein Lavados ein Black Kyurem und Black Kyurem ist glaube ich OU, also ein OU-Tier ist also erlaubt, auch wenn es ein in Anführungsstrichen Cover-Legi ist, also von vielen als überangesehen wird, ist es erlaubt als OU. Tio kauft diese Woche nichts und ich bin diese Woche auch noch sparsam und kaufe mir erst nächste Woche was. Und was das denn ist, seht ihr nächste Woche. Wir gucken aber jetzt noch auf die Tabelle und auf die Spieltermine von diesem Samstag. Also bis gleich. So, wir sind auf meinspielplan.de und es sieht folgendermaßen aus. Der liebe Full Life Games führt nach 9 Spielen mit einem Niederlag und 8 Siegen. Hat insgesamt 8 Punkte und eine Differenz von 29. Zoxen knapp dahinter, auch mit einem Niederlag und 8 Siegen und 28 Punkten. Danach kommt Ninfa mit 2 Niederlagen, 7 Siegen und 20 Punkten. Danach kommt Silva mit 4 Niederlagen, 5 Siegen und eine Differenz von 6 und 5 Punkten. Danach komme ich schon, auch mit 4 Siegen, 5 Niederlagen, 5 Siegen, eine Differenz von 17 zu 13, also 4 und ebenfalls 5 Punkten. Danach kommt Zaratox, auch mit 4 Niederlagen und 5 Siegen. Lustig übrigens, mein Gegner hat genauso viele Siegen und Niederlagen wie ich. Und ja, dann kommen wir schon zu Troix mit 5 Niederlagen und 4 Siegen. Daniel, also Pokémon Turbo TV, ebenfalls 5 Niederlagen und 4 Siegen. Two Pokémaniacs, also Lauris, 6 Niederlagen und 3 Siege. Terkero ebenfalls 6 Niederlagen und 3 Siegen. Und die beiden Schlusslichter, Tio mit 8 Niederlagen und 1 Sieg. Und Yannick mit ebenfalls 8 Niederlagen und 1 Sieg. So, wir sehen also hier im Mittelfeld bewegt sich diese Woche einiges. Ninfa und Silva kämpfen, ich kämpfe mit Zaratox. Wir werden also wahrscheinlich eine Umwuchtung der Massen sehen. Und auch Pokémon-X, also der Lauris kämpft gegen Yannick. Ne, kämpft nicht gegen Yannick. Doch, gegen Yannick, dachte ich. Nein, gegen Troix. So, also der 7. gegen den 9. Also, wir werden diese Woche einige sehen. Gucken aber nochmal genau nach, wer geht diese Woche gegen wen kämpfen und vor allem auch wann. Wir fangen an, 13 Uhr, Troix gegen Lauris, also Pokémon-X. Dann kommt leider nicht der Kampf Tio gegen Pokémon Turbo TV, weil Tio derzeit sehr, sehr stark mit Abwesenheit glänzt. Deswegen werden Tios Kämpfe bis Ende dieser Hinrunde gecancelt und werden noch spielen. Das jetzt also um 14 Uhr, bekommt leider keinen Kampf zu sehen. Um 15 Uhr kommt Zaratox gegen mich. Ist auf alle Fälle sehr sehenswert. Ninfa und Takeru spielen gegeneinander. Stimmt, Yannick und Silver spielen gegeneinander, so rum was.
Also Ninfa und Takeru spielen gegeneinander, Zoxend und Bene spielen gegeneinander und Yannick und Silva spielen gegeneinander. Ihr seht also diese Woche ein paar sehr, sehr spannende Kämpfe und das war's von mir diese Woche. Wir sehen uns dann am Samstag um 13, 14, 15 Uhr auf meinem Kanal. Ansonsten guckt euch die anderen Kämpfe auch noch an. Kann ich, wie gesagt, bloß empfehlen diese Woche. Sehr, sehr spannende Sachen dabei. Und das war's von mir. Bis dahin. Haut rein und ciao.